So, hier wäre ich auch schon wieder. Ich habe jetzt noch mal geschaut, ob Mods aktiv war und ich habe gesehen, es waren keine Mods aktiv, aber dafür ist mir was anderes aufgefallen. Und zwar ist einfach ein neuer Patch drauf. Ich kann ihn euch ja mal zeigen, aber ich speichere zuerst das Spiel, weil ich bin hier gerade auf der Cloud drauf mit meinem Spielstand. Das gefällt mir nicht so ganz. Den speichere ich lieber. So, dann zeige ich euch mal was Neues. Und zwar ist mir das hier aufgefallen, Geteiltes Imperium, das neue DLC für Rome 2. Das gibt es ja seit neuestem. Wenn wir mal kurz da drauf gehen. Dann öffnet sich die Steam-Seite. Und ja, anscheinend kann man das jetzt erwerben. Es gibt eine neue Kampagnenkarte. Banditentum, 10 Fraktionen. Und das spielt im Jahr 270 nach Christus. Naja, mal schauen. Vielleicht können wir das ja mal spielen. Genau, hier Release-Tag 20, 30. November. Das ist der heutige Tag. Ja. Spiel lässt sich seit dem neuesten DLC Rome Empire Divided nicht mehr starten. Komisch, bei mir geht das. Naja, gut. Dann, ja gut, dann machen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, das Interface, das buggt hier jetzt nicht die ganze Zeit rum, weil das macht mir jetzt gerade schon ein wenig Sorgen, dass da was nicht stimmt. Oder dass da was Fehlerhaftes ist. Wo habe ich denn das jetzt? Wo kann ich das jetzt laden? Achso, ich muss hier auf zurück. Zum Titelbildschirm. Hä? Also, nee. Gibt es hier auch einen neuen Hintergrund dafür? Ah, Tatsache. Der hier ist neu. Moment, nein, nicht der, sondern... Ja, wo war er? Gerade war er doch noch da. Habt ihr das kurz gesehen? Ist es ja nicht mehr da? Naja, egal, fahren wir einfach mit der Kampagne fort. Okay. Machen wir das Ganze nochmal. Ich habe jetzt nicht gespeichert, nachdem ich Petra angegriffen habe. Petra, das hört sich an, als würde ich eine Frau angreifen. Ich greife jetzt Petra an. Diese Hure hat ist mir fremd gegangen. Genau. So. Ich. Okay. Wir machen dasselbe wie gerade eben. Es war halt doof, dass ich nicht gespeichert habe, aber mei, ich dachte, dass da irgendwas nicht gestimmt hat mit dem Mods da, weil ich habe ja privat ein paar Mods, die ich habe die noch nicht benutzt, weil ich weiß, wenn ich die Mods benutze und dann das Spiel geupdatet wird, da habe ich ein Problem, weil manche Mods, die können dann den Spielstand ruinieren, deswegen habe ich jetzt keine Mods aktiv. Aber privat, wenn ich so Mods mal benutze, dann ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Spielstand kaputt ist. Aber für das Let's Play wäre es halt eine Katastrophe, weil ich es dann abbrechen müsste. Gut, wir haben jetzt neue Feinde. Schauen wir uns das mal an. Ja, die arabische Halbinsel ist gegen uns und hier im Norden. Aber die tun uns ja eh nichts. Jetzt haben wir schon wieder so ein hohes Einkommen. Seltsam. Ey, das wäre jetzt cool, wenn wir dieses Geld bekommen würden im nächsten Zug. Dann könnten wir viel bauen. So, diese Armee, ja gut, die bewacht. Das ist okay. Ja, passt.
Nächste Runde bitte. Ach nee, boah, ist das lästig. Aber anscheinend ist es neu in diesem Patch, dass hier ein Techbaum angezeigt wird. Das finde ich ziemlich gut, weil ich fand es immer so lästig, dass ich da immer irgendwas auswählen musste. Und so ein Baum, der jetzt zeigt, in welche Richtung man geht, der ist richtig praktisch. Da, das war ziemlich gut gelöst jetzt, ja. Von Creative Assembly. Jetzt kann man hier sogar schauen, was das Beste hier ist. Was man vorher nicht sehen konnte. Dann kann man hier ein bisschen, ja, hinskillen darauf. Und ich glaube, die haben dieses System auch noch ein bisschen verändert. Genau, das haben sie auch ein bisschen verändert. Das habe ich. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Ha? Schön, dass hier jetzt das in verschiedenen Farben angezeigt wird. Ich glaube, das war vorher nicht so der Fall. Wir sind eine Republik. Okay. Kann man das auch ändern? Imperium. Kosten 10.000. Wir bräuchten 65% Einfluss bei der Regierungspartei. Das finde ich ziemlich cool. Momentan haben wir, wissen wir, das Haus der Julia. Da haben wir nur 29. Ah, wir haben eine Imperiumsstufe verloren. Wir hatten die doch mal höher, soweit ich mich hier entsinne. Naja. Wie sieht's hier aus? Politik, Anführer. Sextus Botius Canus. Okay. Charakter, da kann man die befördern. Und hier kann man die skillen, wenn man es noch nicht getan hat. Das ist unser Diktator. Gelder unterschlagen. Ich muss mich hier erstmal hineinversetzen. Alles ist hier so neu und ungewohnt. Ja gut, geben wir dem mal. Das da, ich lese mir jetzt nicht alles durch, sondern nehme irgendeins, weil das interessiert mich eigentlich wenig. Man kann hier, glaube ich, auch, nee, die anderen, ah doch, man kann sogar von anderen Häusern die verändern, okay. Machen wir mal, erst jetzt wird mir bewusst, wie viele Generäle wir eigentlich haben. Was ist, wenn ich hier einen befördere? Das gibt mir Gravitas und erhöht meine Loyalität. Ah ja, senkt aber den. Ah, senkt sogar den Unterhalt. Das ist ganz. Das ist gut. Und wir gewinnen hier einen Einfluss, okay? Was ist das Risiko? Die Chance, dass ein Bürgerkrieg ausbricht, 27%. Oh Gott, das ist aber gar nicht gut. 10.000. Wir bräuchten halt 65% Einfluss bei der Regierungspartei, damit das funktioniert. Momentan haben wir 30. Das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir weiter ein paar Leute befördern. Aber das Risiko, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Wenn da. Ja, ich hatte noch nie einen Bürgerkrieg im Raum 2. Das könnte interessant sein. Und vor allem von unserer Größe, da dauert es wahrscheinlich ewig, bis wir alles wieder zurückerobert haben. Gut, Runde beenden. 15. Und wir haben voll wenig Nahrung. Jetzt bin ich gespannt. Uiuiui, okay. Anscheinend wollen die uns angreifen. Geh her.
Was? Warnung, Schutz verfallen. Ihr seid nicht mehr vor Sessionen oder Bürgerkrieg geschützt. Was soll das heißen? Hohe Chance auf... Oh Gott. Auf Session, Bürgerkrieg. Es besteht nun jede Runde eine hohe Chance auf eine Session oder einen Bürgerkrieg. Oh oh. Nahrungsmittelknappheit? Wie bitte? Ich habe hier Nahrungsüberschuss. Hä? Bankett der Rivalen. Eine der anderen Parteien hat ein Bankett in eurer Hauptstadt organisiert, das eure Vormachtstellung bedroht. Wie reagiert ihr? Verbieten. Triumph. Ah ja, okay. Aber was ist das jetzt? Haben wir jetzt einen Bürgerkrieg oder was? Staatsmänner anheuern. Hier, du. Und, wie sieht's jetzt aus? 27%. Wieso haben wir eigentlich Nahrungsmittelknappheit? Wie kann das sein? Hier steht Nahrungsüberschuss. Nahrungsüberschuss. Aber hier ist eine negative Zahl angezeigt und ich habe eine Nachricht bekommen. Nahrungsmittelknappheit. Hä? Also, angenommen, ich hätte Nahrungsmittelknappheit, dann hätte ich hier jetzt Truppen verloren. Die erleiden hier Verschleiß. Was? Warum? Was? Ich kann die nicht länger unterhalten? Ich habe mehr genug Geld. Was? Hä? Was passiert hier? Was hat dieser Patch getan? Greif mir Hegre an. Oh. Das war ja leicht. Und greifen wir Karmutas an. Okay. Naja, okay, wir haben jetzt sehr viel Geld. Das liegt bestimmt nicht an dem Bug oder so. nein, nein, das ist alles normal. Das ist unser Durchschnittseinkommen. Unser Bruttoinlandsprodukt. Leute, das ist lächerlich. Ich weiß nicht, ob ich hier mit diesen neuen Verhältnissen hier weiterspielen möchte. So. Kann ich mit euch Frieden machen? Wieso erleidet ihr Verschleiß? Ihr desertiert auch? Warum? Gold hab ich. Schau, ich hab hier 14.000 Einkommen. Irgendwie dreht das Spiel gerade am Rapp. Irgendwas stimmt da nicht. Politische Parteiangehörigkeit, das ist neu. Ah, das heißt, im Falle eines Bürgerkriegs spalten sich diese Provinzen hier ab. Das heißt, uns bleiben nur die Blauen. Wahrscheinlich. Das wäre nicht cool.
Okay, machen wir mal einen Frieden mit den Verbündeten von den Leuten da. Ich meine, wir haben ja nichts gegen die. Und erobern wollen wir sie auch nicht. Ihr wollt wohl nie einen Frieden, was? Nein, wir wollen keinen Frieden, denn wir sind Barbaren. So. Unverlässlich. Ich hab doch gar nichts getan. Ich bin unschuldig. Das ist bestimmt auch ein Bug. So. Okay, ich habe echt keinen Bock darauf, dass ein Bürgerkrieg entsteht und ich meine ganzen Provinzen verliere. Das wäre nämlich blöd. 18%, naja, immerhin ist es jetzt gesunken. Aber das ist doch... Na gut, es war logisch, dass damals Leute irgendwie sich gedacht haben, hey, tun wir mal den Senat stürzen. Aber jetzt fürs Let's Play finde ich das nicht so gut. So, jetzt habe ich es erhöht. Was passiert jetzt? 24%? Wieso? Imperium. Naja, schauen wir mal, was passiert. Zur Not, wenn alles kaputt ist, kann ich ja das auf die alte Version zurücksetzen, das Spiel, und mit dem Spielstand von, vom letzten Part weitermachen. Den habe ich nämlich gespeichert auf der Cloud. Zum Glück. Ersetzt Oh oh. Älteren. So ist der Lauf der Dinge. Obszene Schwerter der Lügen, sie alle sind Waffen einer Rebellion. Was geht hier ab? Toll. Beim Kampf gegen feindliche Streitkräfte vernachlässigt man leicht Gefechte, die zu Hause stattfinden. Machtkämpfe in eurer Fraktion haben zu einem Bürgerkrieg geführt. Brüder kämpfen jetzt gegen Brüder. Nahrungsmittelknappheit. Bankett der Rivalen. Das ist mir doch egal. Alter, was? Senatsloyalisten. Ich bin jetzt Rom, okay. Senatsloyalisten. What da? Alter. Das mag ich nicht. Schön, dass uns immerhin diese Truppen erhalten bleiben. Ja, schön. Alter, haben wir ein Einkommen? Also, ja.
Ich weiß nicht. So ein Bürgerkrieg war historisch, das besteht kein Zweifel. Theoretisch könnten wir daran weitermachen. Theoretisch. Allerdings muss ich zugeben, habe ich gar keinen Bock mehr, noch weiterhin dieses Spiel weiter so intensiv zu spielen. Eigentlich habe ich mir jetzt erwartet, dass wir nur noch das Reich hier nachbauen und uns Iberien, Gallien und Britannien schnappen und dass wir das dann fertig haben. Und dieser Tatsache, dass jetzt ein Patch raus ist, der jetzt mein Reich zerfallen lässt, das finde ich nicht so gut. Von daher würde ich sagen, ich werde schauen, ob ich das irgendwie downgraden kann, dieser Patch. Ich habe meinen alten Spielstand ja noch auf der Cloud gespeichert. Vielleicht kann man da was wiederherstellen, dass es so war wie vorher. Weil das ist doch scheiße, sowas. Jetzt müsste ich hier wieder komplett Afrika erobern. Also das ist so, als würde man komplett neu starten, das Spiel. Oder man wird so 3, 4 Parts, 4, 20, 30 Parts zurückgeworfen. Nee, das gefällt mir nicht. Nein, das spiele ich nicht weiter. Vor allem, wie viele Armeen die jetzt auch einmal haben. Also, nee, das spiele ich nicht weiter. Wie sieht es aber jetzt politisch aus? Das interessiert mich jetzt. Ja, ist schön. Jetzt haben wir nur noch Julia bei uns. Können wir hier jetzt theoretisch positive Loyalität. Andere Häuser gibt es wohl nicht mehr. Jetzt sind wir wahrscheinlich Alleinherrscher. Naja, also eigentlich, also hätte ich jetzt, ehrlich, ich sag's euch ganz ehrlich jetzt, hätte ich noch Lust auf Realm, würde ich das wirklich weiterspielen. Aber ich hatte mir eigentlich geplant, dass ich jetzt hier weiter das hier fertig mache und dann haben wir das Display abgeschlossen. Das war gar nicht geplant, dass jetzt mein Reich zerfällt. Wisst ihr was? Ich speichere das mal. Und zwar auf die Cloud. So. Das ist jetzt. So, ich habe es jetzt gespeichert. Wir machen es jetzt so. Ich spiele jetzt ganz normal weiter, ohne diesen neuen Patch. Das Let's Play weiter. Und wenn wir das dann haben und ich noch Lust, wirklich irgendwann mal wieder Lust auf dieses Spiel habe, dann werde ich hier an dieser Stelle weiterspielen. Dann haben wir quasi zwei Szenarien, wie es dann weitergeht. Genauso werde ich das machen. Also wenn ihr jetzt weiter, also sehen wollt, wie ich hier weiterspiele, das kommt dann wahrscheinlich irgendwann mal, aber demnächst wahrscheinlich nicht. Mal schauen. Vielleicht habe ich ja auf einmal wieder Lust auf das Spiel und ich werde es dann weiterspielen. Aber fürs Erste möchte ich einfach nur mein römisches Reich erstmal fertig bauen, ohne diesen Bürgerkrieg. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ihr könnt ja, also falls es die beiden Parts schon gibt, könnt ihr entscheiden, was ihr weiterspielen wollt. Die Links dazu werde ich in der Playlist, also werde ich in der Videobeschreibung packen. Da gibt es dann zwei Links. Der eine Bürgerkriegsszenario und der andere ist dann das Reichsvervollständigungsszenario. Ihr könnt dann auswählen, was ihr haben wollt und ja, wir sehen uns dann in einem von den beiden Parts dann wieder. Ja. Ich bin gespannt, wie wir uns so schlagen werden. Also, macht's gut, euer Janka. Servus.